Jetzt können wir endlich zusammen eine Flask REST API bauen. Genauer gesagt eine API für eine sogenannte CRUD-Applikation. Wir werden hierfür einen Endpunkt für jeden Buchstaben in CRUD bauen, sprich einen Endpunkt für Create, Read, Update und Delete. Dafür werden wir auch nicht mehr das normale Flask, sondern die Library Flask REST-X verwenden, die speziell dafür entwickelt wurde, um REST-Applikationen zu bauen. Okay, ich habe hier mal einen leeren Ordner und wir werden einfach mal eine app.py hier reinpacken. App.py und die öffnen einfach mal mit Visual Studio Code. Außerdem noch eine Command Line Prompt hier, um erstmal die Pakete zu installieren. Was wir erstmal brauchen ist pip install flask und pip install flask rest x. Ich habe beide schon installiert, aber die Pakete brauchst du auf jeden Fall hier für diese ganz einfache Applikation. So, jetzt können wir das Ganze auch importieren. Und zwar müssen wir from flask import flask und auch request importieren und von flask restx importieren wir resource und API. Dann können wir erstmal eine ganz normale flask App erstellen. Wir stellen hier einfach eine Instanz der flask Klasse. Wir geben hier noch name. App.debug ist in dem Fall true, dass wir hier im Debugging-Mode bleiben. Und aus dieser App erstellen wir jetzt eine API. Und das machen wir, indem wir hier von der API-Klasse vererben. Und hier können wir dann noch sagen, wir wollen eine Version haben. Nehmen wir sie mal 001 und Title ist Hello World App oder Hello World API besser gesagt. Jetzt erstellen wir erstmal eine Route, mit der wir GetRequests machen können. Und dafür nicht den Decorator app.route, sondern api.route verwenden. Aber er funktioniert sonst identisch wie der app.route Decorator. Und was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir müssen hier eine Klasse definieren, die von resource erbt. Dadurch erstellen wir jetzt hier einen API-Endpoint. Und wir müssen außerdem noch sagen, was wir für einen Endpunkt haben wollen. In dem Fall einen Endpunkt, mit dem wir GetRequests machen. Da wir uns ja in dieser Klasse befinden, brauchen wir auch diesen Self-Parameter. Und wir returnen in dem Fall ein Item. In dem Fall returnen wir erstmal gar nichts. Grund dafür, wir müssen erstmal ein Item-Objekt erstellen. Das erstellen wir einfach mal hier, da wir ja noch keine Datenbank oder sowas haben. Ich würde sagen, wir erstellen hier so eine Art Store mit Items. Und in dem Fall haben wir ein Item Dictionary mit einem Laptop und der hat einen Preis und der Preis ist, sagen wir mal, 799.99. Und diesen Store wollen wir jetzt returnen. Bei einer REST-API, die nur mit Flask gebaut ist, brauchen wir hier noch einen JSONify. Die API-Klasse von Flask REST-X braucht das allerdings nicht, sondern kommt hier sozusagen under the hood damit. Aber trotzdem werden wir jetzt hier erstmal ein Objekt noch erstellen und das nennen wir eben Items. Und das enthält unseren Store. Außerdem können wir hier, wenn wir dahinter ein Komma schreiben, noch angeben, was wir denn eigentlich für einen Statuscode haben wollen. Und wenn alles funktioniert, gibt man in der Regel einen Statuscode von 200 an. Okay, was wir jetzt noch brauchen ist, if name ist gleich main, dann app.run. Und damit können wir jetzt unsere Flask REST API starten. Mit Python app.py. Bin ich denn hier? Noch nicht im richtigen Folder. Python app.py. So, jetzt haben wir hier unsere API erstellt und können mal auf diesen Endpunkt hier gehen. Wenn wir jetzt hier Chrome öffnen und auf den Home-Endpunkt gehen, sehen wir hier dieses Hello World API. Das ist diese sogenannte Swagger UI. Deswegen ist dieses Paket REST-X auch sehr praktisch, weil es kommt eben automatisch mit Swagger UI mit. Hier können wir dann eine Dokumentation erstellen. Ist allerdings für uns jetzt im Moment gar nicht so wichtig. Wir gehen erstmal auf den Endpunkt Items. Und hier kriegen wir jetzt unsere Items zurück,
mit einem Item Laptop und einem Preis. Also so machen wir einen GET-Request auf diese API. Das ist allerdings relativ unpraktisch. Es gibt für APIs, um zu testen, wie sie funktionieren, eine Software, die nennt sich Postman. Und im nächsten Video werde ich dir erklären, wie man diese nutzt, um APIs zu testen. Gerade für alles, was kein GET-Request ist, ist das sehr, sehr praktisch, um unsere API zu testen. Bis gleich.